Samba. Willkommen zum Halbfinale der Lateintänze bei den World Open in Paris. Wie schon bei den Standardtänzen werden Sie auch jetzt jeden Tanz nur einmal sehen. Mit der Startnummer 142 Louis van Amstel und Julie Fryer aus den Niederlanden ein sicheres Endrundenpaar. Mark Lann und Karen Hardy konnten mit dem Erreichen des Halbfinals schon zufrieden sein. Sie wurden am Ende Zehnte. Beim Cha-Cha-Cha sehen wir das dänische Paar Søren Pilgaard und Marie Christensen. Søren tanzt einen sehr männlichen Lateinstil und setzt seine Partnerin gut in Szene. Es sieht gut aus, was die beiden auf dem Parkett trotz ihrer Größe zeigen. Mit der Startnummer 258 die Schweizer Staatsmeister Roland Haller und Nicole Hansen. Sie sind die Newcomer dieses Turniers. Ihr letztendlich 9. Platz war die Überraschung des Abends. Allan Tonsberg und Vibeke Toft, die Top-Favoriten auf den Sieg. Besser als dieses Paar interpretiert momentan den Lateintanz keiner. Die Rumba beginnt mit dem englischen Paar Göran Nordin und Nicola Cranshaw und ihrem letzten großen Auftritt im Amateurlager. Schon vor Paris stand fest, dass die beiden es danach als Professionals versuchen wollen. Go, go, oh.
Schmidt und Melanie Walker beim Paso Doble. Das englische Paar verfehlte das Finale nur knapp und wurde am Ende Siebter. Für ein Paar, das ansonsten nur in 10 Tänzemeisterschaften für Furore sorgte, eine sehr gute Leistung. Ebenfalls 10 Tänzer-Allrounder ist das niederländische Geschwisterpaar Jan und Miriam Zwelsen. Sie hatten in Paris Premiere und erreichten zum ersten Mal in ihrer Karriere die Finalrunde eines derartig wichtigen Turniers. Zum Abschluss dieser Halbfinalrunde ein Jive, der schnellste aller Tänze im Latein. Seit 50 Jahren schon tanzt die Welt den Jive, der in den Vereinigten Staaten als Jazzstil entwickelt wurde. Das war das Halbfinale der World Open. Das Finale der World Open beginnt mit der Samba. Wiederum werden wir Ihnen das Ergebnis erst nach allen 5 Tänzen präsentieren. Qualifiziert haben sich das englische Paar Göran Nordin und Nicola Cranshaw. Nicola war früher übrigens die Partnerin von Paul Killig, der mittlerweile ja zusammen mit der Kölnerin Inga Haas für den Frankfurter Kreis tanzt. Louis van Amstel und Julie Fryer mit der Nummer 142, die holländische Nummer 1 spürt die Konkurrenz aus dem eigenen Land im Nacken. Jan und Miriam Zwelsens positive Entwicklung in den letzten Monaten belastet die Nerven der nationalen Favoriten. Paul Killig, der deutsche Meister aus England, besitzt das für Tänzer wichtige Naturell zur Selbstdarstellung. Das lässt sich bei den Lateintänzen, bei denen es mittlerweile ohnehin immer mehr um eine Art synchrone Selbstdarstellung mit faszinierenden Bewegungsformen geht, durchaus verkraften.
Sören Pilgert und Marie Christensen, das zweite dänische Paar, das sich für das Finale qualifiziert hat. Die Top-Favoriten, Tonsberg Toft aus Dänemark, werden wir später noch sehen. Der zweite Tanz im Finale der World Open, der Cha-Cha-Cha, der übrigens 1953 als Variante des Mambo entwickelt wurde. Der Mambo erlebt ja gerade im Kino eine Renaissance und hat gute Chancen, zum Intanz dieser Saison zu werden. Und hier haben wir sie zum ersten Mal im Bild. Allan Tonsberg und Vibeke Toft, die dänischen Meister. Wer eine Latein-Endrunde gewinnen will, muss sie erstmal schlagen. Fragt man die Lateintänzer nach ihrem Lieblingstanz, nennen die meisten die Rumba. Vielleicht liegt es daran, dass bei der Rumba die partnerschaftliche Beziehung zwischen Tänzer und Tänzerin am ausgeprägtesten ist. Der vierte Tanz, der Paso Doble.
der Jive zum Finale und danach können Sie überprüfen, ob Ihr Favorit sich auch nach vorne getanzt hat. Sören Pilgert und Marie Christensen auf dem 6. Platz. Seit gut 3 Jahren tanzen die beiden jetzt schon zusammen mit aufsteigender Tendenz. Besonders positiv fällt auf, wie Marie, trotzdem sie eine sehr große Tänzerin ist, den Lateintanz interpretiert. Platz 5 für Göran Nordin und Nicola Cranshaw aus England. Für die beiden waren die World Open die gelungene Bühne, um sich vom Amateurtanz zu verabschieden. Mit ihrer Platzierung repräsentierten sie das beste englische Paar. Das Geschwisterpaar Zweissen feierte mit ihrem 4. Platz den Durchbruch im Lateintanz. Gelingt es ihnen, ihre Leistung zu stabilisieren, haben sie eine internationale Karriere vor sich. 3. Platz für Van Amstel Freier, eine gelungene Abschiedsvorstellung für das holländische Paar. Die Trennung kam nicht überraschend. Besonders Louis van Amstels Nerven litten unter der starken Konkurrenz aus dem eigenen Lande. Paul Killig und Inga Haas, die in London lebenden deutschen Meister, sind vielleicht das einzige Paar, das die Favoritenstellung von Townsberg Toft irgendwann einmal gefährden könnte. In diesem Jahr ist das aber mit Sicherheit noch zu früh. Allan Townsberg und Vibeke Toft aus Dänemark gewinnen die Domizil World Open in Paris souverän und unangefochten. Unter nationalen Gesichtspunkten konnten besonders Holland und Dänemark zufrieden sein. Jeweils 2 Paare in das Finale einer World Open zu bringen, kann als großer Erfolg gewertet werden. Die Weltrangliste bestätigt den starken Eindruck, den Allan Townsberg und Vibeke Toft in Paris hinterlassen. Und so spiegelte der Siegertanz exakt die Klassenverhältnisse im Latein wider, wie sie momentan bestehen. Die Sieger tauschen die Partner, Allan Townsberg mit Inga Haas, eine Kombination, die der von Paul Killig und Vibeke Toft in nichts nachsteht. Ein schönes Ende für eine gelungene Veranstaltung und wir verabschieden uns aus Paris. Bis zum nächsten Mal.